Mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Bevor ich hier starte, ein riesengroßes Dankeschön an jeden einzelnen von euch. Vielen lieben, recht herzlichen Dank. Ich starte hier jetzt einmal für dich. Alle Kartendecks findest du in der Infobox, sowie diverse andere Dinge, die ich anbiete, einmal auf der Website. Was möchte auf dich zukommen für die kommenden Tage, Freitag, Samstag und Sonntag? Ich werde im Anschluss für dich in die Deutung übergehen. Noch etwas hier einmal rüberschieben. Ich werde das hier gleich noch etwas rüberstellen.
Tomate. So, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier für die kommenden Tage für dich zeigen? Es war mir eindeutig, dass die Karte der dunklen Magie fallen würde. Ganz kurz da nochmal zu einer Information. Ich hatte da auf Instagram etwas gelesen. Werbung in Form, jemanden an sich binden, so wie das des Öfteren eben auch auf YouTube zu lesen ist. Es ging ja auch eine Zeit lang auf TikTok viral. In Bezug auf die Kommentare, was das etliche Male eben auch hier kommentiert wurde, Personen zu empfehlen in Form Liebeszauber, bitte gerne auf deinem Kanal, nicht auf meinem Kanal. Das möchte ich nochmal ansprechen, so wie auf Instagram, weil ich das nicht vertrete. Also jedem steht es frei. Ich möchte hier nur nochmal darauf aufmerksam machen, Liebesverbindungen, um jemanden an sich zu binden, weil es eben hier eindeutig nochmal gefallen ist. Es speziell ist nicht für jeden. Aber dieser Liebeszauber, einmal ist es dunkle Magie, es hat nichts mit weißer Magie zu tun, es hat etwas mit Bindung zu tun, es hatte etwas damit zu tun, dass man einen Menschen gegen seinen freien Willen an sich bindet. Das heißt, du bist bei einem Menschen, du bist mit jemandem, aber fühlst ganz, ganz eindeutig, dass etwas nicht passt. Du spürst es. Du spürst es im Direkten. Der eine oder andere kann sich gar nicht vorstellen, welches Ausmaß das überhaupt hat, indem man sich da gerade so gar nicht so die Gedanken macht. Indem man einfach in diesem ist, eine Person mit Traurigkeit und Liebe zu wollen, aber sich nicht über die Gefahren Gedanken macht. Denn diese Person ist dann nicht sich selber, ausgeliefert einer Person. Ja? Du führst es im Direkten, indem du eigentlich ganz klar spürst, was mache ich denn da eigentlich? Ja, wo bin ich denn da eigentlich? Ich fühle mich doch da eigentlich gar nicht wohl. Was man diesem Menschen eigentlich antut, der nicht aus freien Stücken kommen möchte. Also einmal das dazu, was natürlich hier nicht für jeden ist. Ja, es ist hier ganz, ganz speziell. Also du kannst hier bei dem einen oder anderen fühlst du das dann auch, wenn du mit deinem Seelenpartner in Verbindung stehst und dann gibt es eine andere Person und diese Person, also dein Gegenüber kommt einfach nicht los, kommt einfach nicht weg. Ja, gerade in Partnerschaften, gerade da in Dingen. Also das sehe ich hier für eine Gruppe. Des Weiteren kann es sein, dass dich jemand dunkel vereinnahmen möchte. Es ist nicht für jeden, dass da eine ganz, ganz bestimmte Person eben diesbezüglich da etwas vollzieht. Du kannst es eben, wie gesagt, eben über Internet, Social Media, was ich dann schon sagte, es ist da vor einiger Zeit auf TikTok viral gegangen, wo dann mitunter Kinder, Jugendliche sowas vollzogen haben. Ja, also da im direkten eben auch. Ja. Also das einmal, ob du das jetzt so erfährst oder aber auch, ob es in diesen Dingen ist, dass du eben spürst, da in der Verbindung passt etwas nicht, wo eine Person diese Person unbedingt an sich binden möchte. Ja? Also schau da bitte individuell für dich. Schütze dich vor diesen Dingen. Du spürst es, was ich dann eben zu Anbeginn eben auch sagte, du spürst es im Direkten. Hier findet ein Ereignis statt. Es kann sein, dass du es mit einer ganz, ganz bestimmten Person zu tun haben wirst. Das kann jetzt unabhängig von deinem Seelenpartner sein. Das kann jetzt sein im Allgemeinen. Und dass man da irgendwie versucht, dich zu vereinnahmen. In allen Richtungen. Ja, also schau da bitte. Wir haben hier die Albtraumsituation. Wir haben hier die glückliche Frau. Und da in diesen Gegebenheiten ist alles andere als glücklich. Ja, also man ist der Meinung, es ist alles in Ordnung. Aber diese Person funktioniert einfach. Ja, sie ist in diesem Benetzten diesbezüglich eben auch drin, ja. Also einmal in den Dingen, schau bitte ganz genau, wir haben hier nicht nur die dunkle Magie, wir haben hier auch den Teufel.
Also alles das, was eben da teuflisch vonstatten geht, in gewissen Dingen, wo du jetzt diesbezüglich eben auch schaust, aber auch in Dingen, ja, wo dich jemand vereinnahmen möchte. Fühlst du im Direkten in dich hinein Meditation gleichzeitig auch so diesen Schutzkreis um sich gebildet zu haben? Ich sehe das hier für einige, ja, gerade so im Spirituellen, schau da mal, für dich eben auch, eben die mit bestimmten Dingen da diesbezüglich arbeiten, aber dann nochmal eben speziell für dich, dass du dich da von gewissen Dingen eben nicht vereinnahmen lässt. Ja. Des Weiteren, was ich schon sagte mit dem Teufel, die sechste Münzen, wir haben den Page der Kelche und wir haben den Herrscher. Einmal in dieser Gegebenheit, es ist eine Verantwortung, das, was ich zu Anbeginn sagte, die Verantwortung übernimmst du dann natürlich selbst, wenn sowas vollzogen wurde. Ja, also einmal das. Kann man die Verantwortung überhaupt übernehmen? In dieser Angelegenheit kann man dieses überhaupt verantworten? Und ich bekomme da so oder so, was sich da in der Zukunft nochmal zeigt, ja, dass da das so populär gemacht wird und eben auch schon gemacht wurde, dass da so oder so etwas stattfinden wird, ja, dass da generell ein Eingriff geschehen wird. Also einmal in dieser Angelegenheit. Sechste Münzen, ein Ausgleich. Ich sehe das einmal das Ausbalancieren, sehe ich hier auch nochmal mit der Meditation, in der Ruhe, in der Gelassenheit. Gleichzeitig auch etwas, was auf dich zukommt, wo es dann um Dinge geht, die du zurückbekommst. Auch da in diesen Angelegenheiten ist es auch so, kommt wie ein Bumerang diesbezüglich. Ja. Irgendwann habe ich das auch einmal angesprochen, dass es dann eben auch in Form der Familie diesbezüglich eben auch zutreffend ist, aber in der Form, welche Person das eben diesbezüglich auch vollziehen lässt, sprich diese Person, die es dann diesbezüglich eben auch macht. Ja. Ich sehe, dass in einer Angelegenheit hier sehr, sehr viele Opfer gebracht wurden. Ja, das kann mit dem Finanziellen zu tun haben. Wir haben hier die Münzen. Das kann mit Dingen zu tun haben, wo du jemandem immer etwas gegeben hast, gegeben hast, gegeben hast. Dass du da in dieser Situation jetzt erkennen wirst. Also hier ist dieses, ja, du bekommst diese Erkenntnis, du bekommst jetzt diesen Impuls für etwas ganz, ganz Bestimmtes. Ja, also man hat sich da vereinnahmen lassen, man hat sich da unterdrücken lassen, der Teufel steht ebenfalls für Unterdrückungen, man hat sich da eben auch gewisse Dinge eben auch angeschaut oder geprüft oder prüfen lassen, liegt hier auch nochmal ganz, ganz eindeutig. Wir haben hier mehrere Personen, mit denen du da kommunizieren wirst, im Kontakt diesbezüglich eben auch stehst. Der Page, der Kelche, schau bitte genau auf Angebote. Angebote werden reinkommen, inwieweit zeigt sich da ein bestimmtes Angebot. Ja? Wir haben hier den Page der Kelche. Der Page der Kelche zeigt sich in Form, er hat ein Angebot für dich. Inwieweit ist da etwas faul an dieser Angelegenheit? Also ich bekomme hier, dass etwas auf dich zukommt, was du dir ganz genau anschauen darfst. Ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Genauso gut können es angenommen Leihfirmen sein oder es können Firmen sein, die übertritt Firmen laufen, Anbieter laufen und du bekommst dann nur Prozentuales von dem, was du eigentlich verdient hättest nach deiner schweren körperlichen Arbeit. Albtraumsituation kann hier nochmal speziell sein, dass du davon geträumt hast. Es kann hier nochmal sein, schau bitte auf deine Träume. Wenn du das möchtest, schau bitte auf die Dinge, die sich da diesbezüglich eben wiederholt zeigen, auch in deinem Leben. Und schau bitte auf die Dinge, wo du jetzt auch erkennen darfst. Ja, also wo hast du, hier hat man die Kontrolle verloren, ja, das ist hier der Herrscher und der Herrscher im Sinne von, dass man durch eine Gegebenheit die Kontrolle eben verlieren kann, ja, also inwieweit du da noch mehr bereit bist, für etwas zu investieren, noch mehr zu investieren, weil das Investment, die Dinge, die sich hier dann eben auch zeigen, sorgen für etwas, was du dir ganz genau anschauen darfst. Also das ist auch speziell und individuell. Du lauschst hier auch in dich hinein mit der Meditation. Du versuchst es auszubalancieren. Ja, hier ist es dann auch nochmal, dass jemand starken Einfluss eben auch hat und dir die Kontrolle entziehen möchte. Ja, das kann jetzt in jeglicher Form auch immer sein. Ja, das kann ein Partner sein, das kann jetzt im Beruflichen sein, das kann in jeglicher Form etwas sein,
die Gegebenheit, die eben auf dich zukommt, vor allem der Page in Kombination nochmal mit dem Herrscher und dem Teufel, kann in Konstellation hier auch nochmal sein, als eine Person stehend. Ja, also man gibt sich dann als Page sehr, sehr unwissend irgendwo. Ja, gleichzeitig ist es aber hier diese Gegebenheit, die dich dann vereinnahmen möchte. Ja, also es liegt etwas im Schein, ja, im Unscheinbaren. Es ist keine Transparenz da. Ja, auch Dinge im Außen diesbezüglich, schau da bitte individuell, mit wem du da in der Kommunikation eben diesbezüglich auch bist. Ja? Also man macht da in Form ein Angebot und das Ausmaß dieses Angebotes zeigt sich letztendlich wie als ein großes Netzwerk. Also achte da bitte generell auf Angebote, die man dir macht und vor allem auch nicht jedes Angebot mitzunehmen. Ja, aber das weißt du auch für dich, das wirst du dann am morgigen Tag diesbezüglich eben auch erkennen. In einer gewissen Angelegenheit mit bestimmten Personen, auch nochmal unabhängig davon. Ja? Also da in diesen Dingen etwas, was dich diesbezüglich da vereinnahmt. Schau mal hier, du hast den heimlichen Verehrer. Gleichzeitig haben wir hier einmal den Vampir. Dann hast du hier einmal, ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Und du hast das Ja. Also in all diesen Dingen, was ich dann im Vorfeld diesbezüglich schon sagte, du spürst, was dir letztendlich deine Energie raubt. Wer nimmt von dir? Ja, ob das materiell ist oder eben aber auch mental ist. Ja, du spürst es, in welcher Lage du dich befindest. Gesundheitliche Aspekte. Inwieweit schwächt dich etwas? Also die dunkle Magie hat auch stark mit Schwäche zu tun. Die dunkle Magie hat stark mit körperlichen Erscheinungen eben diesbezüglich zu tun. Das ist dann auch nochmal ganz, ganz unterschiedlich. Ja? Im Zustand der Gegebenheit wirst du erkennen. Es ist im Grunde genommen ganz, ganz leicht zu erkennen. Das spürst du im Raum mit der Energie, das spürst du mit der Person, das spürst du im Direkten. Alles das, was ich zu Anbeginn sagte. Also in Form lukratives Angebot hier zum Beispiel. Ja, in Form, was musst du dann dafür tun? Das zum Beispiel. Also in Form Gegensatzleistung. Eine Gegensatzleistung erbringen. So bekomme ich das hier. Du kennst die Situation. Ich sehe es auch, dass du in diesen Dingen da genau schaust und die Situation kennst. Was sich dann eben auch nochmal zeigen wird. Und du wirst da ganz genau eben auch schauen. Und inwieweit nimmt dich etwas mit? In Telefonaten, in der direkten Kontaktaufnahme, in Dingen, wo du einfach spürst, danach bist du wie ausgelaugt, ja. Hat es schon etwas mit Dingen zu tun, dass dir etwas ganz, ganz Bestimmtes nicht gut tut. Man möchte etwas von dir abhaben. Ja, das auch nochmal in der Angelegenheit, man kommt hier so auf dich zu und möchte im Grunde genommen, dass du etwas abgibst von dem, was du letztendlich eben auch bekommen hast. Abgaben allgemein, ja. Also ganz speziell und individuell. Wir haben die Liebenden, definitiv hier auch nochmal Dualseelenverbindung, definitiv auch Drittpersonen involviert sind. Die Liebenden stehen da mitunter auch, dass es da eben auch noch eine andere Person gibt, so wie in einer Dreiecks-Vierecks-Konstellation. Dann haben wir einmal die Karte, ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Also du wirst definitiv da etwas erkennen und du wirst definitiv da etwas, ja, auch in einer Aufopferung, wo man dann in diesen Dingen sich auch bewusst aufgeopfert hat, in Form Geben und Nehmen, das, was ich schon sagte, du gibst, du bringst Leistung, du tust. Und in dieser Angelegenheit ist es dann in Form der Erschöpfung. Ja, man sieht hier eine Person, die dann eben hier erschöpft ist und letztendlich sich dann alles so im eigenen abspielt und man damit irgendwo auf sich alleine gestellt ist. Jemand, der dich heimlich verehrt, ist in diesen Dingen, das ist einmal sowohl als auch, das ist einmal in der Vereinnahmung, wo ich dann sagte, jemand möchte etwas abhaben. Ja? Jemand ist in den Dingen, schaut ganz genau, inwieweit du da etwas bekommst oder aber auch nicht bekommst und dann ja, ist diese Person direkt auf dem Weg zu dir in der Form, man kontaktiert dich. Also man ist der Annahme, dass diese Person etwas zusteht. Und das können hier natürlich auch Schutzgelder, Erpressungen eben auch sein. Ist nicht für jeden, aber auch diese Gegebenheiten bekomme ich. Ja? Dass man lieber da eben bereit ist, etwas zu tun, Erpressungen etc., weil man etwas Bestimmtes nicht erleben möchte oder was man schon einmal erlebt hat. Ja?
Also diese Person kommt dann auf unterschiedliche Art und Weise, was sich dann da zeigt. Ja, und ich sehe, du sagst in dieser Angelegenheit ja oder er oder sie bejaht etwas, nur um irgendwie, damit man etwas ganz, ganz Bestimmtes bekommt. Also inwieweit hat man da jetzt die Kraft, Nein zu sagen und zu gehen? Es ist etwas, was sich schon seit einem längeren Zeitraum diesbezüglich eben auch zeigt. Wann schafft man es raus aus einer Gegebenheit? Ja, wie stark ist die Vereinnahmung? Wie stark ist das Netzwerk? Also das bekomme ich auch nochmal. Und es kann auch nochmal individuell sein. Also es kann so sein, dass das nicht bei dir ist, dass es nur bei deinem Gegenüber stattfindet. Es kann sein, dass das bei euch stattfindet in der Verbindung. Und da sich Drittpersonen eben auch zeigen. Es kann sein, dass du Single bist. Ja, das können unterschiedliche Dinge eben auch sein, wo du merkst, dass man deine positive Energie möchte, dass man dir die Energie raubt, bis auf das Letzte irgendwo. Ja, dass du da eben kraftvoll irgendwie warst, aber kaum kommt diese Situation, ja, dass es dich dann in dieser genauen Gegebenheit, dass du dann eben nicht rauskommen kannst. Also in allen Formen, was man dir da so anbietet, ja, nicht für jeden, betone ich hier nochmal, da schau bitte ganz genau, was ich zeigen möchte. In Seelenpartnerschaften ist es für den einen oder anderen eben so, dass da dunkle Vereinnahmungen seitens anderer Personen stattfinden und dass es hier eine Person ganz, ganz schwer hat, aus einer Gegebenheit rauszukommen. Wir haben hier die 9 der Münzen, wir haben hier einmal die 9 des Feuers und wir haben hier einmal den Priester. Also im Direkten wird jetzt hier etwas auf dich zukommen. Das sind hier auch nochmal ganz, ganz eindeutig kirchliche Angelegenheiten, die du ebenfalls durch das Außen erfährst. Was da eben auch vollzogen wurde, wird jetzt hier etwas auf dich zukommen. Etwas ganz, ganz Plötzliches, Überraschendes. Und da kann es eben sein, dass man der Gegebenheit nicht widerstehen kann. Ja? Also wir haben hier die Femme Fatale und wir haben hier auch in der Hauptenergie den Casanova, der sich eben auch gezeigt hat. Zeigt sich auch nochmal in dieser Karte, zeigt sich dann auch nochmal in Dingen, was sich hier mit dem Teufel gezeigt hat. Also etwas, was vereinnahmend eben auch ist, alles das, was ich hier sagte, wo man eben schlecht Nein sagen kann. Und in dieser Angelegenheit, irrelevant, ob es das Dunkle ist, so oder so ist es das, ja, ob es die Vereinnahmung ist oder ob hier etwas ausgeführt wurde von bestimmten Personen oder aber auch in diesen Dingen, dass du einfach in dieser Angelegenheit schwer widerstehen kannst. Ja, also schwer Widerstand zu leisten. Man kann sich in einer Situation, weil man hilflos ist, einfach nicht wehren. Ja? Und da geht es natürlich um Freiheit, Unabhängigkeit, hier in die Dinge zu gehen. Ich habe die Kraft, Nein zu sagen oder zu gehen. Ja? Also entweder in dieses Nein oder aber auch etwas ja, nicht mehr bejahen oder aber auch in diese Dinge, dass man rausgeht aus dieser Situation. Und hier ist jemand in einer Gegebenheit hilflos. Ja? Alles das, was ich zu Anbeginn sagte, hilflos ausgeliefert eben auch zu sein. Gegebenheiten, ja. Das können Kreise sein, das kann rein eben eine ganz, ganz bestimmte Person sein. Ich sehe das hier in den Dingen, was sich da im Flirt diesbezüglich eben auch zeigt. 9 der Münzen ist hier die Single-Karte, kann rein im Beruflichen eben auch eine Gegebenheit sein. Es geht um deine Stabilitäten, es geht um dein Wachstum. Du bist sehr, sehr stabil. Achte auf dein Wachstum, achte auf deine Stabilitäten. Inwieweit bist du da in diesen Dingen, wo andere etwas von dir abhaben möchten? Es ist nicht so, dass man da fragt, ich möchte davon etwas abhaben, sondern hier ist es im Direkten. Entweder zahlen oder es gibt gar nichts. Ja, und das ist hier schon nicht ohne in den Dingen, was da mit Erpressungen ähnlichem eben auch zu tun hat oder man gibt sich einer Situation hin, damit etwas ganz, ganz Bestimmtes nicht rauskommt. Das bekomme ich hier auch nochmal, ja. Das sind hier schon enorme Dinge, die dann so in den Abgaben diesbezüglich liegen. Finanzamt bekomme ich hier auch nochmal. Das kann etwas ganz, ganz Simples eben aber auch sein. Es kann etwas sein, dass jemand da diesbezüglich dessen Wissen hat
und in dieser Angelegenheit etwas über sich ergehen lässt, nur damit etwas Bestimmtes nicht geschieht. Ja, das heißt, Dritt-, Viert-Personen wissen von etwas und diesbezüglich da wird Verschiedenes kontrolliert. Ich sehe aber auch hier in dieser Gegebenheit der Turm und die Öffentlichkeit, ja, dass hier definitiv etwas stattfinden wird und es kann rein jetzt hier nur in diesen Dingen sein, dass du etwas erfährst durch das Außen und dass man hier diese Person jetzt befragt in diesen Angelegenheiten. Es ist plötzlich und unverhofft. Es meldet sich keiner vorher an. Es klopft keiner irgendwie vor die Tür. Das sind hier Dinge, die im Background schon ermittelt sind. Ja, das sind hier Dinge, die da diesbezüglich eben schon eine längere Zeit auch verfolgt werden. Ja, also Dinge, Gesellschaft, Institutionen sind das, Firmen, auch Firmenanteile sehe ich hier. Ja, also Anteile, die diesbezüglich eben auch eingefordert werden. Und wir haben hier die Erschöpfung, ist alles das, was hier schon gefallen ist, mit dem Vampir, der Energieräuber, die totale Erschöpfung in einer Situation, die Verausgabung in einer Gegebenheit, sich man jetzt frei macht. Befreit aus diesen Dingen, ja, bevor etwas noch mehr vereinnahmt. Und ich sehe, dass man sich hier komplett rauslöst von einer Person, von einer Situation, von Dingen, die bislang hier, ja, das ist dieses, man konnte nicht Nein sagen, man konnte einer ganz, ganz bestimmten Person nicht widerstehen. Das Adrenalin war zu hoch, ja. Also das ist hier auf Hochtouren, Ermittlungen sehe ich hier, das definitiv auch. Aber in deiner Situation oder speziell nochmal für dein Gegenüber, in den Dingen erst genau zu schauen, inwieweit lässt man sich da von den berauschenden Energien des Adrenalins verzaubern. Ja. Freiheit, nichts kann dich aufhalten. Und du gehst definitiv in diese Dinge oder er oder sie, dass man sich da in dieser Angelegenheit befreit. Weil man kommt der bestimmten Erschöpfung auf den Grund, ja, woran bestimmte Dinge gelegen haben. Und das kann jetzt eben auch individuell sein, warum bestimmte Dinge geschehen sind, dass es in Form dessen Ausmaß eben auch genommen hat in deiner, eurer Situation. In Konstellation nochmal andere Personen. Ja, also man kommt den Dingen auf die Spur. Wir haben hier den Ritter der Münzen, hat nichts zu tun mit dem Page der Kelche, definitiv nein. Hat auch nichts zu tun hier mit dieser Person. Wir haben hier den Adligen, was sich dann nochmal im Außen zeigt. Auch eine brenzliche Situation, was da nochmal mitunter in einer Firma sein kann, ist unabhängig von dieser Person. Ja? Der Ritter der Münzen kommt mit einem Angebot. Da du hier schon in diesen Dingen bist, bewusst schaust oder etwas schon kennst, etwas vielleicht geträumt hast, etwas vielleicht sich vorher schon bei dir gezeigt hat in deinem Leben, irrelevant auf welche Art, Weise und Form. Wir haben hier das Krafttier. Irgendetwas, was du für dich schon weißt. Also du siehst regelrecht dieses Ereignis schon kommen, weil du es ja schon kennst. Ja? Weil du etwas schon erlebt hast, ist es unantastbar. Du bist hier in diesen Dingen, dass es unantastbar für dich ist. Also jemand, der jetzt hier etwas in einer bestimmten Form ergreifen möchte, bei dir, bei ihm oder ihr, es wird nicht greifbar sein. Es sei denn, man lässt sich hier darauf ein. Ja? In Form, dass man eben diesbezüglich da immer bejaht und da diesbezüglich eben auch nichts Nein sagen kann. Inwieweit nimmt man mehr und mehr Ballast auf sich auf? In der Erschöpfung hat keine Zeit für gewisse Dinge eben auch. Das kann jetzt Spiel, Spaß, Freizeitaktivitäten etc. eben auch sein. Ja, unterschiedliche Dinge zeigen sich hier eben. Aber genau hier wirst du in dieser Form erkennen, in diesem Ereignis, was eben auch stattfindet. Es kann auch sein, dass man hier in Umständen eben auch ist, man wurde allein gelassen. Ja, diese Person, wir haben den Herrscher, wir haben die Herrscherin, diese Person ist agierend, kann eben nicht Nein sagen und dann ist es plötzlich passiert. Diese Person ist jetzt in Umständen. Es kann auch sein, dass etwas schon geschehen ist. Ja, schau da mal bitte, weil ich sehe schon etwas Wiederkehrendes. Da schau bitte. Also etwas, was einen dann eben auch sehr traurig gemacht hat. Man musste auch weggehen, das sehe ich hier auch, ist auch wieder speziell.
Man hat sich der Verantwortung entzogen. Ja, das kann hier jemand sein, der eben in der Öffentlichkeit sehr stark präsent ist, aktiv ist und rein der Gesellschaft wegen, ja, ist ganz speziell nur für eine Person, bittet man dich vielleicht schon jahrelang, dass du etwas nicht sagst. Man bezahlt und bezahlt, ja, für das Kind, vielleicht auch für dich, ja, nur damit du nichts sagst. Das bekomme ich hier auch. Hier geschieht aber etwas wieder. Das ist hier etwas, was man vorher nicht bedacht hat, wo man vorher nicht mit gerechnet hat. Also das ist hier schon stark in einem Bumerang-Verfahren, ja, was sich dann eben auch zeigt. Also das, was man da diesbezüglich sich auch geholt hat oder mehr oder weniger, was man sich da für sich einbehalten hat, kann auch etwas im Team sein, ja, etwas, was du rausfindest. Unterschiedlich ist das, du weißt das im Jetzt schon für dich, es wurde etwas einbehalten und plötzlich, nach einer Prüfung erfährst du das dann plötzlich. Nachdem alles auf den Kopf gestellt wird, nachdem ein Zufall plötzlich geschieht und Zufälle gibt es nicht, ja. Und plötzlich erfährst du, dass man dann irgendwie hinter deinem Rücken irgendwie, dass da Gelder abgegangen sind. Das ist aber definitiv eine Person, wo man nicht richtig hingeschaut hat. Man war hin und weg. Man war hin und weg und war sich dessen Konsequenzen nicht bedacht. Oder man wusste nicht, dass du da diesbezüglich jetzt auf dieses Geld oder Gelder verzichtest und jetzt da gerichtlich, juristisch gegen vorgehst. Wenn du das hier bist, weil ich sehe das für eine Person, dass sich so etwas hier zeigt. Du könntest erfahren, dass eine andere Person erpresst hat, also in eurer Liebe, in eurer Verbindung, dass da bestimmte Gelder hingegangen sind und du letztendlich gar nichts davon wusstest. Ja? Auch Gelder gezahlt wurden in Form, dass ihr nicht miteinander Kontakt habt, dass ihr nicht miteinander kommuniziert, dass einfach keine Zusammenführung stattfinden konnte. Also man hat dich mit irgendwelchen Mitteln davon ferngehalten. Ob das so ist oder ob das eben da in diesen Dingen dunkel vereinnahmen eben auch ist. Man wollte dich davon fernhalten, abhalten. Dass du gehst, dass du irgendetwas Bestimmtes tust. Der Ritter der Münzen und der Ritter des Feuers ist hier sehr starke Feuerenergie, ist sehr starke kraftvolle Energie. Es ist so, dass man an gewissen Angeboten vorbeirauscht. Etwas ganz, ganz Bestimmtes nicht gesehen hat, aber du jetzt es erkennst. Also hier sind die Dinge, dass du es jetzt erkennst. In der Vergangenheit bist du vorbeigerauscht. Ja, du hast dich da speziell auf eine ganz, ganz bestimmte Person. Der Ritter des Feuers ist ja auch nochmal wie der Wind. Auf und davon. Man hat sich plötzlich irgendwie auf und davon gemacht. Hier sind die Möglichkeiten auch im Angebot. Ja, das eben auch. Schau da auch nochmal speziell, in welcher Form sich das zeigt, in der Veränderung. Wir haben hier den Umzug, wir haben hier eine Situation, die einen hier schon sehr, sehr traurig eben auch stimmt. Das kann hier speziell für die männliche Person sein. Es kann hier nochmal sein, was mit Familie, Eltern etc. diesbezüglich eben auch zu tun hat. Es kann etwas sein, wo man diesbezüglich da etwas plant, organisiert. Hier zeigt es sich so oder so, dass man für gewisse Dinge eben auch keine Zeit hat. Jemand, der vielleicht auch ganz, ganz lange keine Zeit hatte, sich da mit gewissen Dingen zu beschäftigen. Und jetzt kommt dieses, man ist in der Gegebenheit, dass man sich mit etwas beschäftigt. Ja, in der Vergangenheit funktionierte es nicht, es ging nicht. Aufgrund all dieser Gegebenheiten, die ich eben auch schon sagte. Wir haben hier die Faulheit, wir haben hier einmal die Tagung des Meetings. Also in der Vergangenheit war man außer Kraft gesetzt, in der Vergangenheit war man in der Elanlosigkeit, in der Vergangenheit war man hier in diesen Dingen, dass man einfach zu faul war. Das heißt, man musste kämpfen und kämpfen und kämpfen. Oder du speziell hast dich da für jemanden eingesetzt. Kann auch nochmal sein, du kannst hier ein Coach sein, du kannst ein Mentor sein, du kannst in jeglicher Form hier jemand eben diesbezüglich eben auch sein oder auch diese Person sein, wo du jetzt in diese Richtung Verantwortung kommst. Also man wird hier vom Page mehr oder weniger zum Herrscher in Form Verantwortung zu übernehmen. Vorher hat eine Person die Verantwortung übernommen. Ja, ob es die Mutter war, ob es die Eltern waren, ob es eben auch in Dingen andere Personen waren. Es ist hier eine Situation, wo man für dessen keine Verantwortung mehr übernehmen möchte.
Ja. Also für jemanden, wo du eben auch viel gegeben, gezahlt hast und diese Person hat gar nichts getan. Diese Person hat es sich gut gehen lassen. Einer tut alles oder ihr beide tut etwas in der Partnerschaft und der andere tut gar nichts. Was wir hier mit den 6 der Münzen haben. Es war nicht im Einklang, es war nicht ausgeglichen. Ja? Also in der Form, du warst hier in dieser Energie zu geben. Wir haben die Herrscherin, aber in der Form auf eine Art, Weise und Form nur zu nähren. Und die Herrscherin nährt sich selbst, schaut auf andere, aber ist ebenfalls in der Herrscherenergie. Das heißt auch, was zu viel ist zu viel. Sie ist sich dessen bewusst. Es kann sein, dass du etwas planst in der Richtung. Kann jetzt hier auch mit Selbstständigkeit zu tun haben, kann jetzt hier in Dingen sein, dass du einen Kurs besuchst, dass jemand dich auffordert, jemand dir diesbezüglich da ein Angebot eben auch macht in Form, schau doch mal, wäre das nicht was für dich? Und diese Person könnte sagen, warum soll ich denn etwas tun, wenn ich da diesbezüglich alles bekomme, was ich möchte? Man hat ja im Grunde genommen da das Versorgungssystem. Also das bekomme ich auch nochmal von außen, dass es da um spezielle diesbezüglich Dinge eben auch geht. Ja, also einmal das in der Versorgung in Form Mutter, in Form Eltern, in Form Vater, in Form allgemein. Ja, Personen, die einen dann diesbezüglich unterstützen. Auch nochmal Dinge, die du dir notieren wirst, ja, auch in Form dann Gegebenheiten, Träume, irgendwie kommen welche Impulse. Wir haben hier auch nochmal den Mond in Form Vorhaben, in Dinge, dass du hier organisierst und planst eben für dich. Vielleicht arbeitest du auch sehr viel in der Nacht, bekomme ich hier auch nochmal für den einen oder anderen. Es kann sein, dass du da speziell eingeplant wirst für die Nächte, kann in einer Firma sein. Es kann sein, dass ihr da in der Partnerschaft eben auch nicht bewusst die Zeit miteinander verbringen könnt, weil hier ist schon dieses komplett, ja, ausgebucht, sehr stark bis in die Nacht auch hinein oder aber auch Tag und Nacht dann nochmal Dinge, die stattfinden. Das heißt, in der Nacht machst du dieses, am Tag machst du dann noch einmal was anderes oder dein Partner oder generell dann in Dingen, du vielleicht etwas ganz, ganz Bestimmtes absolvieren möchtest. Das findet dann nicht an deinem Ort gerade statt. Ja, entweder nimmst du da über Internet teil oder aber auch du wirst dafür deinen Ort verlassen. Das kann es einmal auch sein. Es ist viel in der Planung, was sich zeigt bei dir. Viele Informationen, also viel, wo du dich informieren wirst. Gutes, was dir da diesbezüglich entgegenkommt, was dir hilft, was dir die nötige Unterstützung eben auch gibt, die du da brauchst im Business, in den Dingen, wo du Eigenverantwortung haben möchtest. Ja, also so, was du dir da diesbezüglich eben auch vorstellst. Also auch die bestimmte Person, die dich dann nochmal aufklärt oder aber auch, dass du selber diese Person eben auch bist, in Form, da bestimmte Dinge eben auch für dich in Erwägung zu ziehen. Ich stresse dich bitte nicht, ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass du die besten Möglichkeiten hier eben da nicht vorbeirennst, ja, oder vorbeiziehen lässt, weil wir haben hier zwei unterschiedlich starke Energien. Einmal für das, wo du eben keine Initiative ergreifen konntest, für das, wo du vielleicht in der Vergangenheit nicht bereit warst oder aber auch, dass du mit Personen da sehr stark zu tun hattest und sich diese ganz einfach es gut gehen lassen wollten. Du wirst das Ganze loslassen. Du gibst dich deinen Dingen hin, nicht in Form, du gibst dich da hin. Was dann hier nochmal gefallen ist, ja, in den Dingen, was in der Versuchung diesbezüglich eben auch liegt, du schaust ganz genau, ja. Es ist auch so in diesem Selbsttest, du testest da gewisse Dinge eben auch aus. Es wird etwas getestet, es wird etwas geprüft, ja, in Form, vielleicht versendest du irgendwelche Testpakete oder Testproben oder. Ja, es kommt erstmal so ein Testangebot, du kannst etwas testen, vielleicht bist du das eben auch und dann wirst du alles weitere entscheiden. Auch in Form Kooperationen, was sich dann hier nochmal zeigt. Und im Management zeigt sich hier ganz, ganz eindeutig, es ist nicht das eigene Arbeiten, sondern es ist das, dass man andere für sich arbeiten lässt. Ja, das zeigt sich hier auch nochmal, was ich hier ganz, ganz eindeutig eben auch sehe, dass sich das von alleine diesbezüglich da summiert. Aber das ist dann auch wieder eine andere Gegebenheit. Also schau da mal bitte,
Ich sehe, dass du da in die Umsetzung und Planung eben auch deiner gehst. Du lässt dich hier leiten und führen, indem du das Ganze einfach mal loslässt, indem du eben dann nicht in diesen, natürlich auch kontrollieren eben auch bist. Das zeigt sich dann auch nochmal. Also du wirst in diese Dinge gehen, was dich letztendlich glücklich machen wird. Ja, wo du feiern wirst, wo du Spaß haben wirst. Vielleicht ist es hier auch eine Eröffnung. Ja, was dann in Zukunft geplant ist oder was speziell auch dann jetzt nochmal ansteht. Auch mit ganz, ganz bestimmten Personen zusammengeführt zu werden, die dann für den weiteren Lebensweg eben auch wichtig sind. Auch das, schau da bitte, inwieweit sich da etwas zeigt. Auch im Geschäftlichen, in Form der eine tut, der andere tut eventuell gar nichts. Dass du dann da die Verantwortung natürlich für alles und das Gesamte diesbezüglich eben auch trägst. So, meine Liebe, mein Lieber, ich wünsche dich hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.